So, Freunde. Ja, ich weiß nicht, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Ein russisches Elite-Schlachtschiff ist wohl von der, man sagt so, also ich habe jetzt zwei, drei Fernsehsender so sagen hören, russisches Elite-Schlachtschiff wurde von der Ukraine womöglich zerstört im Schwarzen Meer, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich habe vor einigen Wochen schon ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Einige von euch wissen es nicht. Ich habe einen Panzer-Strategie-YouTube-Kanal. Ich mache seit ungefähr 6-7 Jahren auch Let's Plays. Und da geht es um Panzer. Und da lernt man halt zwischendurch ein bisschen was über Panzer. Mein Kanal dort heißt Akkupower Let's Play, okay? Wer mag, kann in der Videobeschreibung mal nachschauen. Da ist mein YouTube-Kanal mit den Panzern verlinkt. Dort streame ich auch. Akkupower Twitch ist mein Twitch-Kanal dort. Das mal als Eigenwerbung. So, kommen wir mal zur eigentlichen Thematik. Angriffswaffen sind anscheinend die letzten Jahre und vielleicht die letzten anderthalb Jahrzehnte nach hinten geraten und die Verteidigungswaffen haben die Überhand übernommen. Wie komme ich da drauf? Aktuell in der Ukraine. Wie viele russische Elitepanzer wurden außer Gefecht gesetzt und zwar mit ganz einfachen Mitteln? Beispiel türkische Drohnen. Das sind so Drohnen. Türkei ist wohl irgendwie die letzten Jahre zu Drohnenmacht aufgestiegen. Drohnen sind ja viel, viel günstiger herzustellen, zumindest kleinere Drohnen, als so ein Panzer. Jetzt, wenn man sich mit Panzern auskennt, diese Panzer haben oben auf dem Dach oder unten, aber vor allen Dingen von oben sind die sehr verwundbar. Wenn man von oben zum Beispiel das Motordeck trifft, dann explodiert das Ding oder gerät in Brand und explodiert daraufhin. Beziehungsweise wenn man oben zum Beispiel die Kommandoluke trifft, beziehungsweise den Turm. Also alles, was von oben kommt, ist sehr, sehr, sehr gefährlich für Panzer. Von hinten sowieso sind die relativ schwach gepanzert, aber von oben vor allen Dingen. Wie gesagt, Motordeck kann man treffen und dann auch den Turm. Und da gehen die Schüsse auch teilweise komplett durch und explodieren dann im Innenraum. Und dort sind ja auch die Munitionslager und so weiter und so fort. Das heißt, sowas wie ein Panzer oder wie man heute, also man muss ja jetzt erstmal abwarten, was mit dem Schiff passiert ist. Ne? So genau weiß man das noch nicht, aber es gibt so kleinere Angriffs- bzw. Verteidigungsboote. Ja, die sind vielleicht anderthalb, zwei Meter groß. Wenn da einer mit einer Panzerfaust drauf sitzt oder mit ähnlichen Kampfmitteln, ja, dann bist du erstens viel schneller als so ein Riesenschiff und zweitens kannst du mit minimalem Einsatz einen Riesenschaden anrichten. Was mich wiederum dazu bringt, nachzudenken, ob überhaupt Großmächte, ob das jetzt in Russland ist oder andere, wir haben ja noch andere Großmächte, in Zukunft überhaupt noch, ja, sag ich mal, mit so konventionellen Waffen wie so ein Schlachtschiff oder was, ne? Es gibt ja, ne, so langsame, schwer gepanzert zwar, aber langsam. Oder so ein Panzer, der von oben sofort kaputt gemacht werden kann. Ob die überhaupt noch so eine Art Großmacht in dem Sinne, zumindest mit den konventionellen Waffen, überhaupt noch sind. Also wenn man sich das anguckt, mit wie viel... Überleg mal, so ein Panzer kostet mehrere Millionen, so eine Drohne, so eine kleine Drohne, die gut bewaffnet ist und gut ausgerüstet ist. Alter, das Ding ist kaum sichtbar, fliegt irgendwo da oben rum, visiert irgendwie dein Motordeck von deinem Panzer, schießt von oben, zack, alle da drin weg und die Munition explodiert. Und so. Also mit minimalstem Einsatz hast du maximalen Erfolg. Ja? Oder wie in dem Fall von einem Schlachtschiff. Ja, so schießt aus irgendeiner Entfernung irgendeine Rakete ab, so ein Riesenschiff. Also ich verstehe auch nicht, warum, ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum so Flugzeugträger oder so Schlachtschiffe überhaupt noch so als was Krasses angesehen werden. Wenn man, ich gucke ja zwischendurch auf YouTube mal so ein bisschen Videos, ich gucke mir das an, Alter. Die Verteidigungswaffen sind erstens viel kleiner, so eine Panzerfaust. Ja, habe ich ja letztens Video zugemacht oder beziehungsweise habe darüber gesprochen. So eine Panzerfaust wiegt teilweise nur 15 Kilo bis 20 Kilo, wenn lass es 25 Kilo sein. Und das Ding zerstört einen Panzer mit 60, 70, vielleicht 80 Tonnen. Ja, in 0, nix. Kampfunfähig das Ding. Also,
die Machtverhältnisse verschieben sich. Wer auch immer gute, leichte, günstige Verteidigungswaffen hat, der ist eigentlich eher im Vorteil, als wenn jemand als Großmacht mit riesen Panzern, mit riesen Schiffen, mit riesen whatever da durch die Gegend marschieren und da einen auf Eindruck machen wollen. Solche Waffen hatten vielleicht vor 50 bis 100 Jahren noch einigermaßen Erfolg. Man hat ja selbst in Japan, diese Schlachtschiffe wurden ja dann von den Flugzeugen aus, dann so als die Flugzeuge dann teilweise getroffen wurden, haben die sich ja in die Schiffe rein manövriert. Also eigentlich so gesehen sind diese Panzer, wenn man das so betrachtet, schon seit Jahrzehnten eigentlich nichts mehr wert, mehr oder weniger. Das macht zwar Eindruck, wenn man so ein Schiff sieht, ist ja auch krass bewaffnet von mir aus mit geilsten Raketen, Kanonen und Flugzeugen und hast du nicht gesehen, aber im Grunde genommen ist das Ding leicht zu zerstören. Ne? So, und ganz ehrlich, jetzt mal als zweites, wir wissen ja, wie Putin drauf ist. So, ne? So, ich fühle mich nicht gut dabei, wenn er seine Panzer verliert und seine Schlachtschiffe. Ich sag euch so, wie es ist. Nicht, weil ich jetzt sage, alles, was Putin macht oder dass das gut ist, um Gottes Willen, darum geht's überhaupt nicht. Aber ich fühle mich irgendwie unsicher, wenn Putin auf Schlachtfeldern seine Panzer, seine Kampfschiffe und so weiter und so fort verliert. Weil, Freunde? Ja. Das mal zu der Thematik. Ich würde mich auch freuen, wenn einige von euch mal ein bisschen mehr... Ah ja, übrigens, das wollte ich noch sagen. Das mal jetzt da drangehangen. Ich lese, nicht alle, aber ich lese, sagen wir mal, 80-90% der Kommentare. Also denkt nicht nur, weil ich eure Kommentare jetzt nicht alle gegenkommentiere, dass ich die nicht lese. So, die meisten. Also manchmal habe ich auch keine Zeit, dann übersehe ich auch mal Kommentare oder so. Aber so, sagen wir mal, so 80% der Kommentare lese ich. Wenn ich Zeit habe, gehe ich da durch und so. Also tut euch keinen Zwang an, lasst auch mal Meinungen da. Mich würde es aber auch freuen, wenn ihr meine anderen Social Media mal ein bisschen followen würdet. Facebook vor allen Dingen. Instagram habe ich mir nur zugelegt. Falls irgendeiner nur Instagram hat, dann kann er mir schreiben. Aber ich lade da keine Fotos hoch. Ich habe da ein, zwei Fotos oder so, wenn es hochkommt. Also wundert euch nicht. Auf Instagram antworte ich auch zwischendurch, ne? Aber ich bin mehr aktiv auf Facebook. Und ich habe... ein Twitch-Kanal und ein YouTube-Kanal. Wie gesagt, mein Let's Play-Kanal, da geht's um Panzer. Ne, ist sehr interessant, da mal zuzugucken. Ne, 15 Panzer gegen 15 Panzer. World of Tanks heißt das Spiel. Akku Power Let's Play heißt mein Kanal dort. Wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Twitch-Zuschauer seid, Akku Power Twitch. Ne, dort streame ich 2 bis 3 Mal am Tag. Da geht's auch, wie gesagt, um World of Tanks. Ja, wird interessant zu sehen, wie die nächsten Jahre sich das Ganze noch entwickelt, aber jetzt schon kann man safe sagen, also konventionelle, große, gefährlich aussehende Panzer und Schiffe und so sind eigentlich so gut wie nichts mehr wert, ja, weil irgendeine kleine Drohne irgendwo rumfliegt und dich dann abknallt oder irgendeine Panzerfaust in dein Schiff reinfliegt und dann da so eine Riesenexplosion auslöst oder irgendeine, sagen wir mal, irgendeine Boden-zu-Boden-Rakete, die mit Überschall fliegt oder wie auch immer. Also ich verstehe auch nicht, warum einige Länder da so viel Geld noch rein investieren, weil am Ende des Tages sind die Dinger, wenn es drauf ankommt, dann so gut wie nichts mehr wert. Eure Meinung in die Kommentare, ja? Und abonniert den Kanal, liked vor allen Dingen, teilt das Video und wir sehen uns eventuell heute Abend in einem neuen Video. Bis dann, ciao.